können die Orks dann aufholen? Nein! Also, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wobei, Moment, gleich habe ich erstmal den Ball, ne? Ja! Offense! 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 Los, Leute, aufstehen, 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 aufstehen! Ja! Er ist wieder aufgestanden. Sehr schön. Ja, nö. Wie liegt man? Ich bin trotzdem noch ein in der Unterzahl. Hey, it's a fresh start. So the carnage hey, die nie bei mir lagern noch. Ja, so, was tun? Achso, du hast dich so zur Verteidigung aufgestellt. Ja. Mach deinen Anstoß. Hoher Anstoß. Das ist ja schön, das hatten wir gerade auch schon. Das bringt mir wenig beim Touchback. Zug 9 Lumpensammler. Unity is strength. Boom! Na, was muss, das muss, ne? Yeah, smells like a good old fashioned fight. Können wir dann zum Schluss noch mal machen oder so? Autsch! Nice. Boom! Boom! Hast gelebt, scheiße. Das ist ja praktisch. No! Ich habe ja gar keine andere Wahl, weil ich muss ja meinen Zug noch machen. Oh Gott. That's the ball going the wrong way. Jawohl. Was? Wieso the wrong way? Ich finde diese Richtung gerade ziemlich richtig. Nein! Ja! Scum for life! Well, that's one way to describe it. Das gibt's nicht, ey. Du hast heute echt das Würfelglück. In your face, biatch! So mag ich das. Orks zum Frühstück. Können die sich nicht mal wehtun, Mann? Komm schon, das schaffst du! Ach, verdammt! Schade. Ja, egal. Ja. Scheiße. Also, ich persönlich finde dieses so wie es steht, gerade gar nicht schlecht. Ich nicht.
He's coming to help his buddy. Das gibt's nicht. Beide am Blocken. Yes. Beide am Blocken. Block. We're both still standing. Na dann viel Spaß. Hm? Beide haben keinen Blocken. Haben immer noch beide keinen Blocken. Ja, das tat schon für dich, ich komme da gar nicht mehr hin. Könntest du einen Goblin versuchen? Ja, das versuch mal. Ich gehe da runter. Nö. So blöd. Did this guy leave his brain in the dugout again? Komm, 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 ja. Und er fällt. Na, schade, er kann sprinten. Nee, nicht nochmal. So, der, ne, und so, und ausweichen, und am Feld entlanglaufen. Moment, nochmal. Ausweichen und am Feld entlanglaufen und einen Touchdown machen. Ich habe noch einen Wiederholungswurf. Nein! Und das trotz Ausweichen. Ach, verdammt! Boing, boing, boing. Der hat gerade eben wirklich ein Doppel-Eins gewürfelt. Wirklich? Seriously? So, ich werde erstmal hier erstmal alles doof dicht machen. Das ist jetzt sehr doof. Der Attacker hat einen Assist. Und jetzt mal hier ein bisschen Platz machen. So. Ich hätte vielleicht noch aufstehen sollen. Dann den Spieler aktivieren. Danke. Ja, ich hätte noch aufstehen sollen. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Nimm den Totenkopf. Der steht für Pirat, nein. Ja, ja. Dann wird deiner zum Pirat und fährt zur See. Du mir. Lass es mal liegen. Sieht immer so gemein aus. Ja, wirklich. Komm, 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 komm. Kleiner Goblin, du schaffst das. Ich hab das. Ist. Genau, und ich hab das Würfelglück. Ja. Ja, beide kein Blocken. Toll. Ja, und meiner ist natürlich. Ja, ist klar. Ist klar. Was auch sonst. Ja, was mache ich jetzt? Erstmal aufstehen. So, der Trainer gönnt sich mal eine Trinkpause. Ich bin langsam nervös hier. Warum? Hey, hallo? Lieg 1-0 zurück, ich muss jetzt einen Touchdown machen? Ach. Papalapop. Das ist völlig überbewertet. Ja, oder auch nicht. Das könnte man doch mal machen, was? Nur um dir auf die Nerven zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich es kann, aber anscheinend kann ich es doch nicht. Toll, und jetzt darf ich in Unterzahl versuchen, diesen Ball irgendwie... This is going to be decisive. Jo. We can always count on... Wo riemt der Schnelle? Mm-hmm. We may see that player later, if they wait. Sehr schön. Nochmal, wenn du den Totenkopf nimmst, werden die zu Piraten. Ja, das war der Totenkopf. Und nicht zu Mördern. Na, stirb, du kleiner Rat. Der Bratgern. Stirb! Stirb, Ratte! Für Emil! Oh, komm schon! Muss das eigentlich immer so sein, dass mein ganzes Team K.O. ist? Ich kann doch gar nichts mehr tun! Für Emil! Wer ist Emil? Komm, sein menschlicher Kerl, der so unter mir gelitten hat. Warum rächst du ihn dann? Hä? Das ist ab sofort auch mein neuer Lieblingsspieler, deswegen. Also. So ist das. Jawohl, ausweichen! Blitzen! Töten! Nee. Töten! Geht doch. Boom! Aua! Da hat er keinen Goblin mehr. Ja, stimmt. Bisschen doof. Na komm schon! Jawohl! Ja, versuch's doch. Was ist das denn für ein Mist? Wie geil ist das denn, dass der das geschafft hat? Der völlige... Total lächerlich, aber egal. Ja, nice! Nice, es haben beide kein Blocken. Der Ball ist wieder frei. Und leg dich genau dahin. Du kannst sagen, was du willst. Das Spiel ist gegen mich. Was? Wie kommst du denn auf die blödsinnige Idee? Ich krieg doch hier die ganze Zeit nur auf die Fresse. Ja, fühl's aber 1-0. Ja und? Deswegen krieg ich trotzdem die ganze Zeit auf die Fresse. Und ist gelähmt. Ach komm. Komm, wenn das klappt, dann leck mich am Arsch. Ohne Scheiß, dann rast ich aus. Ah, fick. Nein! Verdammt! Scheiße! Es geht hier echt um einen verdammt Ball. Skarven! Skarven! Skarven!
Was ein geiles Spiel. Einem Finale würdig, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, versuch es. This player likes to be well assisted in a fight. Ouch. In den Rücken, du Feigling. Na, da liegt der Ball jetzt auch nicht schlechter für mich. Ich weiß. Oh dear. I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely speak, Jim. Oh, right. You should know. You've interviewed enough of them. Komm in den Dicken jetzt. Ey, der kann besser den Ball aufheben als deine Schwarzorks, ne? Ist dir das aufgefallen? Traurig, ne? Traurig. Not up to much today. Jawohl. Sehr gut. Das ist traurig. Ich würde noch einen Punkt machen. Nur einen Punkt. Ja, Dito. Ja. Oh, das war jetzt sehr, töf. Ach komm schon. Und die Spielzeit verrinnt und verrinnt und verrinnt. Das ist so billig. In the end zone? Not in my day. Das schaffen die nie. Nie im Leben. Nie im Leben gelingt das, was ich genau das meine. Ich komm schon, heb den Ball auf. Heb doch den Ball auf. Was für ein... Vor allem, es sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Skaven auf dem Feld. Gegen 2, 4, 6, 8, 9 Orks. Und die schaffen es nicht. Halleluja. Mann. Komm schon, 50% Ball aufheben. Not what you'd expect. Nein! Das ist doch so bitter, mein letzter Zug, du hast gewonnen, ich kann nichts mehr machen. Yes! Komm, hau nochmal drauf. Ja! Ich schiebe! Schiebe! Schiebung! Schiebung! Einfach nochmal, um die Frust rauszulassen. Schiebst du noch ein paar Skaven durch die Gegend, ja? Genau. Gib mir doch was Gaben. Okay, das ist jetzt irgendwie schon ziemlich amüsant, finde ich. Eure Linien! Ja, los, töte sie! Ja, und Robum! Aber gelebt. Ja, ist das nicht ehrlich? Sieg! 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 A narrow one. Nein! Ja! Not really. 1 zu 0! Frag mich nicht, wie ich diesen Touchdown geschafft habe, aber 1 zu 0! Nein! Da fällt mir doch glatt das Headset vom Kopf. Ey,
mein bester Spieler, ne? Wertvollster Spieler ist mein Troll, ich glaube, danke. Vor allem das Geilste an der Geschichte ist ja noch, dass die meisten meiner Skaven gar nicht mitkriegen, dass sie gewonnen haben, weil du die entweder tot, verletzt oder K.O. geprügelt hast. Ja. Und ich dieses scheiß Spiel gewonnen. Die nicht feiern. Ich schicke meine Orks wieder zurück in die Wildnis. Ist das so geil. Aber das ist eben Blood Bowl. Das ist halt wie Fußball. Es gewinnt halt nicht das beste Team. Beziehungsweise, doch, es gewinnt das beste Team, aber nicht das, was besser gespielt hat. Genau. Ja, das war dann das letzte Spiel unserer Chaos Crew Battles. Im nächsten Video findet noch einmal eine Siegerehrung statt und ihr bekommt alle Informationen, die es über unser Turnier zu gibt, wie auch immer. Ja, sonst noch irgendwelche abschließenden Worte, Walle? Kein Spiel. Nein, Spaß. Gutes Spiel. Es hat mir echt gefallen, doch, ja. Es war schön, es hat Spaß gemacht, es war lustig einerseits. Man muss auch verlieren können, ich gönn dir auch den Sieg. Du hast halt besser gespielt. Danke. Ja, was heißt besser gespielt? Wir haben halt beide unsere Stärken ausgespielt. Ja, du deine rohe Gewalt und ich meine flinke Gewandtheit. Und ja, es hat halt gereicht für mich. Es ist aber auch nur ein 1-0 Sieg und wenn der eine Spielzug, wo ich deinen Goblin geblitzt hätte, nicht so gut geklappt hätte, dann hätten wir 1-1 gespielt oder sogar 2-1. Für dich. Ich denke mal, wir hätten 1-1 gespielt, weil wir hätten beide zugemacht. Weil an sich, an dem Punktenverhältnis her, wäre ich dann immer noch Erster gewesen. Ach ja, richtig. Scheiße, ich musste ja noch gewinnen. Genau, dir ging es um den Sieg. Für mich hätte ein 1-1 reicht. Deswegen habe ich gesagt, ich muss noch einen Punkt machen. Ein Punkt, das wäre mir egal gewesen. Dann hätte ich gesagt, ich tue mich komplett verteidigen und renne mit dem Ball quer durchs Feld und... Ach Gott. Punkt, aber geh mir auf Events. Aber naja, hat nicht geklappt. Jedenfalls Glückwunsch zum Ersten. Ich bin Zweiter. Das reicht für mich. Fürs erste Mal spielen, dieses Spiel so gesehen, dieses erste Turnier. Da bin ich stolz auf meine Verhältnisse. Ja, absolut. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick zeigen in das Spiel, ein paar Völker vorstellen. Also alle unterschiedlichen Spielarten im Groben habt ihr gesehen. Die krasse Offensive, was Prügeln angeht, die krasse Defensive. Menschen, die Allrounder und Skaven als die Flinken. Ja. Holt euch das Spiel, ja. Es gibt Preise, es gibt viel Spaß, Spannung und dergleichen. Falls euch das Format mit der Sportschau quasi gefällt, dann müsst ihr mitmachen, weil dann brauchen wir Videos. Sonst wird das nämlich schwierig. Und ja, ansonsten sage ich, einen schönen Tag noch. Und was? Das sind nicht die einzigen Völker, die es gibt. Es kommen dann mehr raus am 22, wenn das Spiel released wird. Das heißt, es sind dann halt mehr Völker da. Momentan sind nur die da, die wir hatten. Es kommen noch Ex-Menschen, Waldelfen, Bretonen, Chaos, Dunkelelfen, Hochelfen. Genau. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube ja. Ja, da kommen halt noch irgendwann noch welche raus. Ich weiß jetzt nicht, ob es später noch dann die Untoten gibt. Also die werden definitiv irgendwann später noch kommen. Das war aber beim ersten Teil schon genauso. Also, da müsst ihr euch dann einfach gedulden. Also, meldet euch. Ihr habt Zeit zu melden noch. Macht mit. Das macht Riesenspaß, wie ihr gesehen habt. Und ihr könnt Preise gewinnen. Also, ich als Zuschauer persönlich, ich würde mitmachen. Ich werde das Spiel kaufen, würde mitmachen, Alter. Schön Spiel abkassieren. Fertig. Wir werden zwar auch mitspielen, allerdings werden wir, falls wir unter die ersten drei Plätze kommen, natürlich auf unseren Platz verzichten und werden dann dem vierten oder fünften oder sechsten, je nachdem, welche Platzierung wir kriegen, werden wir dann den Vortritt lassen. So, ansonsten, einen schönen Tag noch und bis denn. Ja. Tschüss.